Toni Kroos schnürt ein letztes Mal seine Schuhe bei der Heim-EM 2024. Ist er der Schlüssel zum Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft? Das ist die Frage für uns. Und das frage ich den Mann, der die Macadamias in einem Zug weghaut. Boah, Macadamias, ey. Vor allen Dingen gerne bei dir. Hier liegen sie rum. Bei mir zu Hause, da wird das Portemonnaie zu eng geschnallt. Man muss auch sagen, ohne Werbung machen zu wollen, wenn man da so durch die Regale schlendert, ne, und dann sieht man wirklich diese neue Matt-Verpackung bei Macadamias, beim Aldi. Da werden wir schwach bei dieser Farbe hier. Da kommst du ja nicht wirklich drum rum. Das ist nämlich die Macadamia-Farbe. Lass uns mal hier Toni Kroos jetzt wegatmen. Was sagen wir da? Plötzlich ist das Thema da. Wir erinnern uns an die EM 2021. Da hat irgendwie niemand gesagt, nee, Toni, geh nicht. Und er hat gesagt, ey, nach 106 Spielen, das reicht mir jetzt hier. Ich hätte eigentlich schon am liebsten nach der WM 2018 aufgehört. Und jetzt plötzlich winken da wieder Einsätze. Jetzt ist ja das große Thema. Er so eigentlich den Stein ins Rollen gebracht hat, ja eigentlich sein Kollege Antonio Rüdiger. Der hat im DAZN-Interview vergangenen Jahres gesagt, ich habe eigentlich nur einen Wunsch für Weihnachten, und zwar das Comeback von Toni Kroos in der deutschen Nationalmannschaft. Und Toni selber hat dann gesagt, ich habe eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr drüber nachgedacht. Aber seit Rüdiger das jetzt hier einfach so gedroppt hat, ey, steht's so ein im Raum, ne? So ein wilder Kopf und plötzlich denkt ganz Deutschland drüber nach, ey. Rüdes, halt, was machst du da? Rüdiger. Ja, Rüdiger. Machen, ja? Rüdiger. Ja. Sympathisch, aber ist ja auch wirklich aktueller denn je eigentlich bei dem Problem, dass Nagelsmann den Nationalmannschaft hat. Auf jeden Fall. Ey, wir müssen ja nur mal auf die Ergebnisse gucken. Auf die Ergebnisse des vergangenen Jahres. Deutschland verliert 1-4 gegen Japan, 2-3 gegen die Türkei, 0-2 gegen Österreich. Ey, come on, ey, da beiß ich in die Sofakante. Da bräuchst du ja 11 Tonis, oder? Da brennt's lichterloh. Ja, vielleicht 5 Toni Rüß, 6 Toni Große. So eine Mischung aus den beiden. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, so einfach diese Frage klingt, so gespaltene Meinung gibt es dazu. Es gibt die einen, ja, die sagen, Toni Kroos, der beste Mittelfeldspieler aller Zeiten, wie es auch die Marca aktuell sagt. Aber es gibt auch die anderen, die sagen, was brauchen wir Toni Kroos? Wir haben da genügend Spieler, die im Zentrum spielen können. Ja. Und Rudi Völler selbst hat jetzt auch in der Bild gesagt, auf der Position brennt es jetzt eigentlich nicht wirklich. Und da spricht auch, glaube ich, Rudi Völler vielen Deutschland-Fans erstmal aus dem Herzen, weil du hast da ja eigentlich einen Joshua Kimmich, einen Leon Goretzka, du hast einen Gündogan, du hast einen Pascal Groß, du hast irgendwo auch noch einen Andrich, der da rumschaut, ein Musiala kann die Position spielen, eigentlich ist ja alles full. Das ist zumindest was auf dem Zettel, wenn man das da drauf anschaut, dann könnte man sagen, ja. Aber jetzt müssen wir mal dahin gehen, wo es nämlich wirklich entscheidend wird. Nämlich nicht auf den ersten Blick, sondern mal in die Tiefe. Ja. Wie, ja, spielt Toni Kroos denn aktuell? Was ist seine Fähigkeit, die er mit reinbringen könnte? Und wie läuft es eigentlich bei Real für ihn? Und da blicken wir wirklich auf eine historische Saison, habe ich das Gefühl. Also Toni Kroos, das ist auch nicht mal der Kroos, den wir von 2021 von der EM kennen. Das ist ein Toni Kroos, der sich nochmal neu erfunden hat. In ganz spätem Alter. Casemiro, über Jahre sein Partner gewesen im Zentralmittelfeld mit Modric. Jetzt ist Kroos häufig derjenige, der da selbst abräumt. Wenn wir gerade mal an letzte Saison denken, Champions League Viertelfinal Rückspiel gegen Chelsea, da hat er im Dreier-Mittelfeldspiel die tiefe Rolle eingenommen und selbst im Interview danach gesagt, auf die Frage, ey, 89% Zweikampfquote, Toni, hast du deinen Bruder geschickt oder was ist da los? Dann sagt er, ja, Casemiro ist nicht mehr da, er hat die Aufgabe übergeben bekommen und die hat er dann aber auch wirklich überragend erfüllt, auch in der Saison, in der Champions League. Ja, ist Wahnsinn, auch in dieser Saison, ne, läuft überragend, wenn wir auf die vergangenen 4 Saisons schauen, in diesem Jahr die beste Zweikampfquote, die er in den vergangenen Saisons hatte. Ne? Also keine Macadamia schmeckt mir besser als das, was Toni Kroos da auf der 6 abliefert. Er ist plötzlich so ein haltender Sechser-Typ oder wirkt zumindest so. Klar, er bringt jetzt nicht die kompletten Attribute eines Declan Rice mit, aber wenn wir uns so dieses Stärken-Schwächen-Profil angucken, dann ist es vielleicht doch ein Spieler. Und da will ich jetzt Rudi Völler widersprechen, den die deutsche Nationalmannschaft so eben noch nicht hat. Er bringt Struktur in einer tiefen Spielmacherrolle, in einer tiefen Sechserrolle, die so niemand bringt. Ein Kimmich turnt überall andersrum. Ein Goretzka, der ist Box-to-Box. Ein Gündogan, eher eine Linie davor. Ein Kroos, 94% Passgenauigkeit. Über 90% schon seit Jahren. Das ist ein Wahnsinnswert. 94% königlich. Dann haben wir die Zweikampfquote. Im Schnitt 63-64%. Dann hat er eben so dieses Balancegebende, dieses Ruhegebende. Er kann Kommandos geben. Es ist eigentlich das Komplettpaket, was du auf dieser Position willst. Was ihm abgeht, ist Tempo und Dynamik. Und genau das ist der Punkt, dass man bei der Diskussion, wenn man gerade an Gündogan denkt, der gerade frisch Kapitän geworden ist,
und auch die Spieler, die neben ihm spielen könnten, die aktuell im Kader sind, dass man da sagt, ja, warum sollte der denn spielen? Das kann der Gündogan doch. Aber da unterschätzt man, glaube ich, diese, sag mal, neu gewonnene Fähigkeit von Toni Kroos, Ja. dass er jetzt eben, und das zeigt sich auch statistisch, diese Zweikämpfe mehr gewinnt, plus on top nach wie vor der Mann ist, der die beste Passquote hat, Ja. soweit das Auge Ja. reicht, ne? Ja, soweit das auch gerecht. Aber jetzt hast du Gündoğan genannt als ein potenzieller Partner. Kimmich für dich da überhaupt keine Option. Also ich bin nach wie vor Kimmich-Supporter. Ich finde auch, das Bashing ist nochmal ein eigenes Thema, eine eigene Folge. Das ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Trotzdem muss man ja schauen. Kimmich aktuell selber in einem Formtief bei Bayern liegt natürlich auch an der Beziehung zu Tuchel. Aber wenn man drauf schaut, wir haben eine EM im eigenen Land und es müssen die besten Spieler spielen, dann ist Toni Kroos, wie die Marca selber getitelt hat, nach dem 1:1 gegen Atletico Madrid im Derby, der beste, weltbeste Mittelfeldspieler auf dieser Position mit der neuen Fähigkeit, auch, sag ich mal, ausgeprägt darin, jetzt auch eine defensive Rolle einnehmen zu können. Du hast jetzt zwar gesagt, okay, auch immer wieder berechtigt, er ist Mitte 30, hatte noch nie viel Tempo, Geschwindigkeit, auch nicht diese Robustheit für eine tiefe Sechs. Also kann er die eigentlich spielen? Naja, er zeigt bei Real, dass er es auf jeden Fall kann. Zum einen, dass er durch seine Antizipationsfähigkeit auch ganz oft schon Situationen auflöst, bevor so ein richtiger Zweikampf überhaupt entsteht. Wenn einer entsteht, ist er fähiger denn je, die dann auch wirklich zu lösen und hat natürlich diese Jo. überragenden Skill, dann auch wirklich mal ein Pressing überspielen zu können und unter Druck halt ruhig zu bleiben. Heißt, er macht seine kompletten Mitspieler besser, Besser. genau, nimmt ihnen Druck und hat natürlich dieses Auge, wirklich ein Spiel lesen zu können. Heißt, wie er selber immer sagt, es geht immer darum, den Gegner zu verwirren, durcheinander zu bringen. Er lässt sich dann auch mal auf eine Außenverteidigerposition fallen, schiebt Mendy hoch. Und genau all das könnte er mitbringen in der deutschen Nationalmannschaft, die genau diese Halten wir mal Struktur fest. braucht. Cleverer gegen den Ball, strukturgebender, noch sicherer mit dem Ball. Toni Kroos. Und Gündogan, wie du es ja sagst, das vergessen ja viele, bei Man City unter Pep, kein Spieler, der wirklich die Sechs gespielt hat. Da war Nee. meistens Rodri oder auch Ja. noch Stones und er eher davor, ne, auf so einer wirklich offensiven Acht, gerne auch mal noch weiter Ausflüge machend Safe. Richtung Spitze. Und da hast du ja auch nochmal, glaube ich, ein paar ganz Ja, guck mal gute hier rein. Habe ich mal ein Stats bisschen was mitgegeben. Beide spielen La Liga, beide beim Top-Verein. Das heißt, man kann die Statistiken durchaus miteinander vergleichen. Und wenn du dir das hier mal anguckst, ey, Kroos, eher die erste Anspielstation vor der Kette, weil er eben sehr viele Ballkontakte hat, spielt über einen Pass pro Spielminute. Gündoğan, bisschen weniger, noch nicht mal ein Pass, eher so 0,75 Pässe pro Spielminute. Das ist deutlich weniger. Kroos mit einer höheren Passquote als Gündoğan, mit einer höheren Zweikampfquote. Dafür Gündoğan auf der anderen Seite halt schon der torgefährlichere. Das zeigt genau das, was wir jetzt auch selber so besprechen, dass Kroos selbst sagt, ich fühle mich in dieser, das letzte Mal, als ich als Trainer gespielt habe, war unter Heynckes, zwischen den Schienen fühle ich mich, zwischen den Ketten fühle ich mich nicht so wohl. Das sind Nee. andere Fähigkeiten gefragt. Ich mag es, aus der Tiefe zu kommen, Vor viele der Kontakte Abwehr, zu haben und zack, erster Ball Gündogan. Kroos und dann nächste Linie Gündoğan. So kann man sich's doch So vorstellen, ist es, so oder? sehen wir es in den Statistiken. Deshalb ist für mich die Frage nicht Toni oder Gündo, sondern es ist möglich, Toni und Gündo zu haben. Deshalb ist jetzt natürlich die Frage, was bringt er denn alles ins Team rein und wie sieht dann der Rest der Mannschaft aus, wenn wir auf eine Aufstellung schauen würden Ja, mit lass uns Toni doch mal Kroos? ganz kurz gucken, wie sie gegen Österreich gezockt haben. Das war halt dieses Spiel, woraus du jetzt auch nicht wirklich viel ziehen kannst. So, Nagelsmann hat auch schon eingeräumt jetzt, er will auf jeden Fall ein paar Dinge verändern. Er hatte da Trapp im Tor, klar, aus der Not geboren. Da sehen wir auf jeden Fall Ter Stegen oder Neuer. Wen siehst du da eher? Würde ich jetzt auf Neuer gehen. Bin ich irgendwie auch bei dir. Gefühl sagt gerade einfach Neuer. Er Tut hat mir gegen leid für Ter Österreich. Stegen, ehrlich zu Ja, sein. Ne? Man hätte es ihm gegönnt, ja. aber hat sich dann auch verletzt. Neuer ist wieder da. Ja, Da Ter führt Stegen kein ist Weg dran schon vorbei. tragisch irgendwie, ne? So Ja. nationalmannschaftstechnisch. Der wird ja auch in Spanien wirklich gefeiert. Ja, der ist da der Messi im Tor, ne? Ganz klar. Aber Ja. ich glaube, es ist einfach so ein Timing. Manchmal ist es das Timing im Leben. Ich habe so das Gefühl, es tut mir auch wirklich für ihn leid. Ich dachte, vielleicht ist er jetzt in Topform. Neuer kommt nicht so stark zurück und dann wäre auch, glaube ich, die Nummer 1. Aber es ist genau Ja. andersrum gekommen. Er hat sich verletzt zuerst. Neuer hat dann wieder gut gespielt und ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, keine Diskussion. Ne? Wie beruhigt auch Fans sein könnten, wenn du so einen Ter Stegen hättest, der jetzt 5 Jahre jünger wäre. Sechs Ja. Jahre jünger. Wenn wir wüssten, nach Neuer wird Ter Stegen unser Tor für die nächsten 5, 6, 7, 8, 10 Jahre hüten. Ja, das wäre auf jeden Fall krass, aber ich glaube, mit Neuer stehen wir aktuell gut da. Dreierkette haben sie davor gegen Österreich gespielt. Tah, Hummels und Rüdiger. Kannst du so machen. Ich glaube, Nagelsmann flirtet auch immer wieder ganz gerne mit der Dreierkette. Hatte dann aber als Schienenspieler Sané, respektive Brandt auf der rechten Seite und Havertz auf der anderen Seite. Und da hat Nagelsmann schon gesagt,
das ist ad acta gelegt, dieses Projekt, dieses Experiment. Ja, ich glaube auch. Also gerade Nagelsmann schon ein Trainer, der gerne mit einer Dreierkette spielt und dann mit den Schienenspielern, glaube auch diese Experimentiererei, die ist ihm auch ein paar Mal auf die Füße gefallen. Ja. Zuletzt auch das starke Spiel gegen Frankreich in Dortmund, denke ich immer dran. Da mit einer klassischen, keine großen Experimente, ne, einfach mit einer Viererkette hinten zu spielen. In Dortmund gegen Frankreich. Da warst du. Genau, da war ich im Stadion und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ey, Nationalmannschaft, du hast nicht viel Zeit zu trainieren, was Klassisches. Und ich glaube auch, schätze mal, dass er darauf zurückgreift, mit einer Viererkette spielt. Das würde ich jetzt aktuell tippen, ja. Dann gehen wir auf Viererkette. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das mit Kroos aussehen könnte, oder? Also ich würde mal bei Neuer sind wir uns einig in den Ring werfen, dass er auf der Rechtsverteidigerposition ja, komm. Mit dem Joshua Kimmich ja. spielt. Also würde ich Kimmich sind wir uns einig. Für rechts. Ja. Kimmich als RV. Also ich hoffe, dass Kimmich das auch sieht. Egos müssen wir hinten anstellen bei diesem Bitte. Großen Turnier. Das müssen Bitte. Alle jetzt verstehen, deutsche Nationalmannschaft. Wir brauchen auf jeden Fall Erfolg. Und ich glaube, bei Kimmich, weiß er selbst gerade, warum auch immer. Ich glaube an ihn, aber aktuell läuft es einfach nicht so gut für ihn. Und in der Nationalmannschaft könnte er sich, glaube ich, auch da wieder ja, in Selbstbewusstsein holen, indem er einfach diese Aufgabe erfüllt. Und da hilft er meines Erachtens aktuell der Mannschaft am meisten, wenn er die Rechtsverteidigerposition ausfüllt. Das kann er auch, das hat er oft genug gezeigt. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man ihm das auch schmackhaft macht, dass er auf der Rechtsverteidigerposition genug Kontakte bekommt, das Spiel mitgestalten kann. Im heutigen Fußball hast du als Außenverteidiger, gerade bei so einer spielstarken Mannschaft, wie es Deutschland dann ist, wenn wir gleich die ganzen Spiele durchgehen, da ist der nicht einfach nur rechter Bock hinten und gewinnt die Zweikämpfe. Der kann damit nach vorne gehen, kann sich einschalten, wird trotzdem viele Bälle haben. Also ich glaube, er sollte da sein Ego hinten anstellen und dann können wir den richtig gut bekommen auf der Rechtsverteidigung. Glaube ich auch. Und dann haben wir da einen der Besten des Turniers. Innenverteidigung sehe ich Tah und Rüdiger, die ergänzen sich gut. Tah bringt gerade unfassbare Formstärke mit. Dieser ruhige Typ, ein Schrank, vielleicht nicht ganz so explosiv, aber trotzdem eine hohe Endgeschwindigkeit. Daneben Rüdiger, dieser explosive Charakter, nicht ganz so schrankig wie Tah, so ein bisschen beweglicher, der auch mal so einen Mann in Manndeckung an die Kette nehmen kann. Ich denke auch immer so an die Rangelei zwischen Ramos und Rüdiger, weißt du noch, diese Saison, so Rüdiger bleibt dann aber cool, ist aber so einen brauchst du auch ein bisschen fürs Team, ne? Und ich glaube aktuell auch alternativlos, oder? Wenn wir ehrlich sind, vor ein paar Monaten haben wir damals auch über Hummels gesprochen, zumindest auch ich, aber ist ein guter Backup, hilft auch im Teamspirit, aber ich glaube, gesetzt die zwei. Wen siehst du links? Links sehe ich Raum. Raum in dieser Konstellation, jemand, der Tiefe geben kann. Ich glaube, steht ungefähr bei 10 Scorerpunkten in der Bundesliga. Okay. Und hat einfach so dieses Tempo. Klar, er muss natürlich auch irgendwie im Blick behalten, was hinter seinem Rücken passiert. Ja. Raum finde ich eine starke Option. Da sind wir uns jetzt uneinig. Ich würde da, glaube ich, mit Henrichs gehen. Hat für mich dahingehend so ein bisschen Nasenspitze vorne, dass er gerade eben in Dortmund bei dem Spiel gegen Frankreich, hat er mich einfach auch im Nationaldress überzeugt, dass er da ja einfach, ich sag mal, abgezockt. Ne? Auch cool am Ball, obwohl du gegen Vize-Weltmeister dann spielst und hat das wirklich solide runtergespielt, auch technisch spielstark, auch wenn er jetzt kein, sag ich mal, defensiv ausgebildeter Außenverteidiger ist. Ich finde Raum trotzdem eine Option für die Offensive, den kann man mal reinwerfen. Vor allen Dingen bei Henrichs auch komplett unterbewertet, was für ein Fußball-IQ der hat, ne? Also klar, der bringt den Swag und den Drip neben dem Platz mit, aber der kann auch auf der 6 spielen. Der versteht das Spiel nochmal anders, der sieht das. Ja, bei Leipzig siehst du ja auch öfter mal, dass er da auch im Zentrum mit auftaucht und da auch spielerisch viele Lösungen hat. Ich sehe ihn auch technisch nochmal ein bisschen stärker als Raum und gerade wenn es halt um große Spiele geht, obwohl ich Raum auch mag, so das Gefühl habe, da sind wir mit einem Henrichs, fühle ich mich da einfach so ein bisschen sicherer. Kann ich verstehen. Von daher aber auch Raum eine gute Option zum Reinwerfen. Dann sind wir uns ja da relativ einig. So, dann jetzt zum interessanten Teil. Wir sprechen über Kroos, wir sprechen jetzt über Kroos Position, die 6 der Nationalmannschaft. Wie würdest du die gestalten? Ich würde tatsächlich aufgrund der eben angesprochenen neuen, in Anführungsstrichen, Fähigkeiten von Toni Kroos mit ihm auf der tiefen 6 spielen, ist, wie gesagt, für mich auch erstmal ein bisschen ungewohnt gewesen, der Gedanke, aber er zeigt, dass er das kann. Er ist nicht dieser klassische, robuste Abräumer. Er ist kein Gattuso, kein Jeremies, aber er zeigt, dass er es spielerisch lösen kann. Er zeigt auch eben, dass er mit seiner Zweikampfquote das dominieren kann. Und wir wissen alle von ihm, dass er das vor allem mit seinem IQ, mit seinem Lesen des Spiels extrem gut machen kann. Deshalb würde ich da Kroos ganz klar stellen, vor der Kette dirigiert und lenkt das Metronom der Mannschaft. Nebendran ist ein bisschen offensiv, das weiß ich, aber sehe ich dann eher im offensiveren Part auf der 8 gegen tiefstehende Gegner Gündogan. Wirklich? Ja, da sehe ich Gündogan. Kroos und Gündogan sehe ich da zusammen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß, einige denken, okay, das ist... Ja, also das kann ich ganz kurz mal sagen. Ich glaube, dass Kroos und Gündogan zusammen auf der 6, beziehungsweise dann Gündogan in der etwas offensiven 8,
Da fehlt mir dann schon die physische Komponente, das kann ich Dynamik. Das kann ich verstehen, aber ich erinnere dann nochmal an, wie gesagt, genau vor einem Jahr, dieses Viertelfinal-Rückspiel, wo Toni auch ganz konkret darauf angesprochen wurde, auf seine Zweikampfstärke. Auch die bei Real Madrid. Ja, bei Real Madrid im Dreiermittelfeld neben Valverde und Modric, die beide auch nicht die Physis mitbringen. Valverde natürlich ein sehr schneller Spieler, Modric löst ja viel auch über die Technik und das Auge und Modric hat, Kroos hat da alles abgeräumt, hat selber gesagt, ja, Casemiro ist nicht mehr da, ich übernehme die Aufgaben. Von daher, er hat auch gezeigt auf dem höchsten Niveau, dass er das kann, dass er das auch löst und er auch deutlich physischer agiert als früher. Er ist trotzdem, da sind wir uns einig, jetzt kein Andrich, kein Groß oder auch kein Goretzka. Aber ich traue das zu. Da sehe ich eben genauso diese physische, dynamische Komponente, die mir da fehlt. Und deshalb mein Gedanke. Kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Groß finde ich super auf der 6. Den will ich da auf jeden Fall sehen. So als dieser tiefe Spielmacher, vielleicht auch der, diese Andrea Rolle, die, Pirlo, ja, der Nationalmann. Ja, Pirlo 2012, an den habe ich auch sofort gedacht. Bei Italien, 2012 hat er die ins Finale getragen. Der wusste schon, bevor der Pass bei ihm war, wohin der Pass als nächstes geht. Der hat fast nur One-Touch durchgespielt und hat hinten als defensiver Sechser, in der Raute war das, glaube ich, damals, hat er komplett abgesichert. Auch zum Leiden von Deutschland, Balotelli, wir erinnern uns, hat uns damals rausgekickt aus der EM 2012. Pirlo, überragende Rolle gespielt, die sehe ich auch bei Toni Kroos. Genauso, cleverer Zweikämpfer regelt das. Und neben ihm so ein richtiger Bulle, so ein richtiger Terrier, so wie es Pep Guardiola auch im Champions-League-Finale hat spielen lassen. Neben Rodri, diesem haltenden Sechser, diesem, ja, auch recht filigranen Typ, daneben noch so ein Stones setzen, so ein Kettenhund einfach, der diese physische Komponente mitbringt. Und da sehe ich Andrich. Da sehe ich Andrich bei Deutschland, die beiden da nebeneinander und ich sag dir, Stabilitazzi ist da. Ja, sehr geiler Vortrag. Damit hast du bei mir auch offene Türen dahingehend eingestoßen oder eingerannt, dass man sagt, dass ich sagen muss, ich bin schon auch ein Fan davon, noch diesen einen, sag ich mal, eher physischeren Spieler zu nehmen. Du nennst jetzt Andrich. Ich würde sagen, Groß, der das auch sehr gut macht, der ein sehr selbstloser Spieler ist, der wäre da auch eine Option, ne? Gerade was jetzt Ego zurück anstelle angeht. Bei Andrich ist es für mich der eine Punkt, dass er jetzt gerade bei Bayer Leverkusen wieder Spielpraxis sammelt, da eigentlich Palacios gesetzt ist. Andrich gefällt mir von seiner Kettenhunden-Mentalität, ja. Sehr schönes Wortspiel. Bei ihm hängt es mir ein bisschen davon ab, wie die restliche Saison läuft. Also immer wenn er spielt, hat er gute Aktionen, hat er aber auch immer eine Fehleranfälligkeit drin, die mich so ein bisschen unschlüssig lässt, ob er wirklich gerade der auf Spieler dem Niveau. Sein, gerade auf dem Niveau, jetzt im Pokal zum Beispiel für Leverkusen hat das Tor gemacht, aber auch damit eher einen Fehler wieder ausgeglichen. Jeder kann Fehler machen, aber auf der Position ist extrem wichtig, dass du keine leichten Ballverluste hast. Da sehe ich ihn noch nicht auf dem Top-Niveau, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe ihn als Option. Warne nur davor, zu sagen, ich habe da einen physischen Spieler, also habe ich dieses Problem nicht mehr. Ich glaube nämlich eher, dass es bei Deutschland ein gesamtkonzeptionelles gegen den Ball natürlich. Ist. Und wenn das besser läuft, dann kannst du, glaube ich, auch, nur dann, kannst du auch mit dieser offensiven Variante groß genug. Dann lass uns gesamtkonzeptionell, wie du es so schön gesagt hast, weiterdenken. Denn ich denke, wenn du vor diese Doppel-Sechs noch einen defensiv war orientierten oder mitarbeitenden Spieler setzt, dann hast du eben dieses Gesamtkonzept Defensive gut abgerundet. Das bedeutet bei mir, ich packe einen Gündogan daneben oder davor, Dreier-Mittelfeld oder Gündogan auf die Zehen nennst, wie du möchtest, ist ja mit und gegen den Ball immer was anderes. Aber Gündogan gegen den Ball natürlich auch nochmal geschulter, gebildeter, der kann mit anlaufen, der weiß, wie er defensiven oder gegnerische Offensiven dann auch lenkt. Was natürlich auch im Umkehrschluss heißt, ich werde einen aus dieser Offensive opfern müssen. Okay, das heißt 4-3-3, wen opferst du dann für die vorderen drei? Wir haben da Wirtz, Musiala und Sané. Ich will Füllkrug vorne als Neuner auf jeden Fall spielen sehen. Bei mir würde da gerade Sané, auch weil er die nächsten drei Spiele erstmal im DFB-Dress gesperrt ist, rot gegen Österreich gesehen, Sané würde ich erstmal rausnehmen. Okay. Ich glaube, ich kitzel Sané damit auch so ein bisschen. Ja, den kann es dann bringen. Den muss man auch mal kitzeln. Der muss man auch mal kitzeln. Nee, finde ich gut. Ist eine spannende Aufstellung. Ich finde das auch ein super interessantes Konzept mit Andrich da nochmal als Terrier nebendran. Kann man das vorstellen, gerade wenn man vielleicht in ein Viertelfinale gegen Frankreich oder so kommt. Ich glaube, gerade wenn wir auf die Gruppenphase denken, Heim-EM, da muss Deutschland spielerisch stark sein. Klar, Formation ist immer so ein bisschen relativ heutzutage, aber 4-3-3 glaube ich nicht bei Nagelsmann zu sehen. Ich denke eher vielleicht über so ein 4-2-3-1, defensive 4-4-2 und sehe da dann eher, dass wir gerade gegen Mannschaften wie Schottland, die tief stehen, zwar physisch stark sind, dass wir da dann eben diese Offensive bringen. Deshalb bei mir da Groß, Gündogan und dann davor, ja, wahrscheinlich schon Musiala, Wirtz, Sané. Und dann mit einem wuseligen vorne drin. Ich feiere den einfach, weil es ein geiler Typ ist. Der Lukas Podolski, der neue Nazio meines Erachtens, den feiern wir alle. Ja, der bringt auch das Esprit, diesen Bock.
den wir jetzt auch brauchen. Ja, und so diese Leichtigkeit, diese Unbekümmertheit irgendwie, der schwebt gerade so mit den Stuttgartern. Finde ich auch einen guten Ansatz, da so ein paar Stuttgarter mit reinzubringen, ein paar Leverkusener, denen fällt das gerade alles leichter. Die aber hast so natürlich recht, ne, mit Füllkrug auch ein Brecher. Also ich wäre auf gar keinen Fall gegen Füllkrug, sondern die sind für mich da wirklich je nach Gegner auf einer Höhe, mal vielleicht mit Füllkrug spielen, je nachdem, was der Matchplan hergibt. Ich glaube, da hat Nagelsmann, wird sich da auch immer mal wieder umentscheiden, auf mal einen Überraschungseffekt setzen. Ich glaube auch, dass mal Undav starten wird, mal Füllkrug und dann kann ich mir auch vorstellen, dass gegen offensiv starke Gegner man vielleicht wirklich mit so einem Andrich oder einem Groß, mit G neben Groß spielt und dann davor genug an. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber wir sind uns doch einig, wenn wir die Namen durchgehen. Auf jeden Fall, da ist es am Ende ganz egal, wen du da auf den Platz bringst, auch ein Goretzka, über den haben wir noch nicht gesprochen, über einen Havertz haben wir auch noch nicht gesprochen, einen Müller, den du da vorne noch hast, einen Hummels, den du da in der Innenverteidigung hast, da ist Erfahrung, ja. Da ist dann über Leverkusen auch irgendwie Formstärke dabei. Es gilt einfach, eine Einheit zu formen und die dann auch wirklich willig ist, gemeinsam gegen den Ball zu arbeiten. Und dann hast du Neuer, einen Hummels, einen Müller, einen Kroos, unsere goldene Weltmeistergeneration, die dann zusammen hier die Heim-EM abschließt. Wir sind uns einig, Toni Kroos. Die Nationalmannschaft braucht ihn und er hoffentlich auch uns. Ich bin mal gespannt, wie ihr es seht. Kann Toni diese Nationalmannschaft nochmal zum Erfolg führen? Brauchen wir ihn? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Erzählt uns eure Meinung. Vamos! Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.